Ja, und von den Schülerinnen und Schülern in Wesel kommen wir jetzt zurück zu uns nach Duisburg, denn auch hier bei uns wurde und wird heute noch ein großes Zeichen gegen Krieg und Gewalt gesetzt. Duisburg hat nämlich zur großen Friedensdemo geladen. Eine Woche nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine wird sich aktuell versammelt am Rathaus. Und da steht auch mein Kollege Jan Skrynecki. Vor Ort hat er sich ja auf dem Burgplatz zurecht gemacht. Lieber Jan, man sieht es ein wenig schon im Hintergrund. Dennoch an der Stelle gerne deinen Eindruck. Wie voll ist es mittlerweile schon am Rathaus geworden? Genau, du sagst es. Also wir sind hier am Burgplatz und mittlerweile sind es hier bestimmt über 1000 Leute. Ich hatte mich gerade mit einer der Veranstaltern unterhalten und auch mit der Polizei. Die sagen, 1000 Leute sind angemeldet, aber es werden deutlich mehr werden. Und das hatte ich auch das Gefühl. Wir sind jetzt gerade am Punkt angelangt. Oberbürgermeister Sören Link hat jetzt gerade aufgehört mit ein paar Worten, die er an die Teilnehmenden hier gerichtet hat. Und jetzt werden alle marschieren, denn es geht jetzt über die Oberstraße Richtung Moselstraße dann zum Stadttheater, wo es dann nochmal Worte von der Bundestagspräsidentin geben wird, Bärbel Baas. Und ich schaue mal im Hintergrund, kann man jetzt, glaube ich, erkennen, dass sich die Leute so langsam in Bewegung setzen. Also es war erst alles hier, jetzt wird man loslaufen, alles im Zeichen für den Frieden. Jetzt gab es ja in den letzten Tagen einige Solidaritätsaktionen, nicht nur hier bei uns in Duisburg. Es sind viele Gebäude langfristig jetzt angestrahlt in den Farben der Ukraine. Wir haben Mahnwachen erlebt, alles was dazugehört. Es ist jetzt aber die erste große Friedensdemo in Duisburg. Was spürst du gerade so vor Ort? Ist das für die Leute jetzt nochmal was ganz Besonderes? Absolut. Also jetzt gerade im Moment spüre ich, dass es ist jetzt gerade hier absolut still. Man hat dazu auch aufgerufen, dass das alles hier still vonstatten gehen soll. Denn auch da ist es nochmal ein Zeichen für den Frieden. In stillem Gedenken sozusagen auch an die Opfer, die ja da schon zu verzeichnen sind. Und es ist tatsächlich eine ganz besondere Atmosphäre hier. Du hast es gesagt, es gab ja schon eine Mahnwache ganz relativ schnell zum Start des Kriegs. Und jetzt ist eine Woche mittlerweile vergangen und ich habe mit den Leuten gesprochen. Eine Frau sagte mir, die hat wirklich Wut auf Wladimir Putin. Sie verurteilt das, hat das mit krassen Worten verurteilt, was er da anrichtet momentan. Ich habe mit einem anderen Mann gesprochen, der sich lange damit beschäftigt hat, überhaupt zu einer Demo zu gehen. Er sei seit 30 Jahren nicht mehr auf der Demo gewesen, aber jetzt hat er sich dazu entschlossen, weil er was tun will. Er kann ja nicht einfach in die Ukraine und helfen. Er will von hier aus was machen, hat schon gespendet, will jetzt aber noch mal ein Zeichen hier setzen und das eint natürlich alle hier, ein Zeichen für den Frieden gegen den Krieg. Und es gibt noch hohen Besuch, die erste Frau im Staate Deutschland ist vor Ort und sie kommt aus Duisburg, das wissen wir mittlerweile, die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ist da, sagt heute noch mal ein paar Worte. Sorgt das noch mal für mehr Eindruck heute? Ja, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Sie wurde aber schon von Oberbürgermeister Sören Link vorgestellt. Sie wird auch erst sprechen, wenn sie oder der Tross am Stadttheater angekommen ist. Ich habe auch darüber mit den Menschen gesprochen und natürlich ist das nochmal was Besonderes, wenn die Bundestagspräsidentin auch wieder in ihrer Heimatstadt ist und hier gemeinsam mit allen Duisburgerinnen und Duisburgern ein Zeichen setzen will. Und da ist man natürlich noch sehr drauf gespannt, was sie da gleich noch zu sagen hat. Stimme von Bärbel Baas hören wir uns dann morgen auch genauer an. Da schauen wir natürlich nochmal drauf zurück auf Duisburgs erste große Friedensdemo. Vielen lieben Dank an dich, Jan, für diese ersten Eindrücke.